warum The Magicians von Lev Grossman die beste Umsetzung der Narnia-Idee ist, die es derzeit auf dem Fantasy-Markt gibt. Ich habe ja neulich schon über Philip Pullman gesprochen und gesagt, Pullman ist ein atheistisches Narnia. Ich habe über die Narnia-Bücher von C.S. Lewis gesprochen, die ich wegen ihrer christlichen Agenda nicht so gerne mag. Und heute komme ich zu einem Umgang mit dem Narnia-Motiv, den ich für den gelungensten halte, weil der Autor uns einfach keine private Agenda von sich unterjubeln will, sondern einfach mit diesem Motiv der magischen Parallelwelt, die der Protagonist entdeckt, auf eine hochintelligente Weise spielt und mit der man einfach Spaß haben kann. Wir machen es wie immer. Ich erzähle euch erst ein bisschen was über den Autor, dann über den Plot des Buches. Also der ist noch spoiler-free. Danach geht es dann in den Deep Dive, wo wir uns den Plot, die Charaktere und vor allem die Welt ein bisschen näher anschauen und am Ende wie immer ein Fazit, ob es sich lohnt, das Buch zu lesen. Zunächst zum Autor. Lev Grossman ist der Sohn von einer Anglikanerin und einem Juden. Er ist in den USA aufgewachsen und ist nicht religiös geprägt, trotz dieses religiösen Backgrounds seiner Eltern. Er ist selbst erklärter Atheist. Und ich glaube, er kommt aus einer Familie, wo jeder, der gerne schreibt, dazugehören würde. Also es scheint eine wahnsinnig kunstsinnige Familie zu sein. Die Mutter ist Romancier, der Vater ist Dichter. Sein Zwillingsbruder ist auch Autor. Sie haben noch einen anderen Bruder, der Bildhauer ist. Also er ist in einer sehr, sehr kreativen Familie offensichtlich groß geworden und hat auch, bevor er The Magicians geschrieben hat, oder schon für die großen amerikanischen Printmedien geschrieben, also für die New York Times, Wall Street Journal etc. Hat sich erst an normaler amerikanischer Gegenwartsliteratur versucht und ist da aber relativ auf die Nase gefallen damit. Also sein erstes Buch war wohl ein ziemlicher Flop. Und The Magicians ist entstanden wohl eigentlich fast ein bisschen, könnte man sagen, in der Tradition, in Anführungszeichen, von C.S. Lewis. Also die Narnia-Bücher haben ja auch ihren Anfang genommen, weil C.S. Lewis einfach so eine Art Vision hatte von einem Faun, der vor einer Gaslaterne steht und ein Päckchen auf dem Arm hat. Und Grossman hat gesagt, dass ihm die Inspiration für The Magicians gekommen ist an einem Traum, wo es darum ging, dass ein Monster eine magische Schulstunde überfällt. Mehr weiß ich auch nicht über den Autor. Also ich kenne ihn nur eben über The Magicians. Sonst ist mir über ihn nicht viel bekannt. Also das sind jetzt auch nur die Informationen, die ich auf Wikipedia über ihn rausfinden konnte. Aber also auf jeden Fall ist er jemand, der sein ganzes Leben ist schon mit Worten und mit Schreiben zu tun hat. Und das merkt man seinen Büchern auch so ein bisschen an. Also es ist eine sehr verkopfte Fantasy, könnte man sagen. Also die Hauptinspiration sind sicherlich die Narnia-Bücher von C.S. Lewis. Also die sind sicher eine der stärksten Inspirationen. Also auch da geht's sehr stark um so eine Parallelwelt, eine fantastische Parallelwelt, die in den Büchern Fillory heißt und auch mit der unser Protagonist Quentin Coldwater durch so Kinderbücher, die von einem britischen Autor verfasst worden sind, bekannt ist. Also und Quentin ist zu Beginn der Handlung ein sehr depressiver, aber hochbegabter junger Mann, der eben sich immer in diese Fillory-Bücher flüchtet, um der Realität zu entkommen und der sich natürlich nichts sehnlicher wünscht, als in so eine magische Welt eigentlich fliehen zu können. Und die Handlung setzt ein, als er sich eigentlich gerade für die Universität von Princeton bewerben will. Also statt bei dem Bewerbungsgespräch zu landen, zu dem er eigentlich will, wird er tatsächlich auf eine magische Schule in Upstate New York
teleportiert, zusammen auch mit seiner Freundin Julia. Die ist so, also sie ist viel normaler in Anführungszeichen als er. Sie ist sehr angepasst. Sie hat einen Freund und ist so eigentlich so das All-American Girl und also auch sehr, sehr klug. Also ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, sie will sich, glaube ich, auch für Princeton oder was bewerben mit ihm zusammen. Aber sie ist eben nicht so eine, sie ist nicht so eine Träumerin wie er, sondern will halt einfach das Leben mit beiden Händen packen und sich halt in unserer Welt irgendwie durchschlagen. Und genau das wird ihr zum Verhängnis, weil sie ist von der Offenbarung, dass es Magie gibt, plötzlich, sie ist davon völlig überfordert und sie fällt durch die Prüfung durch und Quentin besteht diese Prüfung aber. Er wird dann also auf die magische Schule Breakbills in Upstate New York geholt, lernt dort einige andere junge Leute kennen, die eben auch gerade dort anfangen. Alice und Penny, das sind so die wichtigsten. Alice ist so der Maverick in seinem Jahrgang, also sie tut sich am leichtesten damit, Magie zu lernen, und Magie wird also in dem Buch als eine sehr mühselige Angelegenheit beschäftigt, also das wirklich nur für die brillantesten Köpfe überhaupt geeignet ist. Also sie müssen wahnsinnig viele obskure alte Sprachen lernen, sie müssen, also es ist sehr stark an Finger gehen gebunden, das Wirken von Magie in dieser Welt. Also darauf wird wahnsinniger Wert gelegt. Also es wird wirklich so als akademische Disziplin beschrieben. Und genau das bringt dann auch den Plot sehr stark ins Rollen. Also Quentin sitzt in so einer Unterrichtsstunde und er experimentiert, weil er gelangweilt ist von dem Unterricht, experimentiert mit einem Zauber und setzt damit irgendeinen Schutzzauber oder was außer Kraft, und ein Monster bricht aus der, ja, bricht durch die Wände der Realität in diese Schulstunde ein, frisst einen der Studenten, und nur durch die gemeinsame Anstrengung der Lehrer von Quentin kann dieses Monster dann wieder vertrieben werden. Nur sie stellen also fest, dieses Monster kam aus Fillory, also Fillory ist real und dort ist einiges im Argen. Quentin und seine Freunde entschließen sich dann eben, dahin zu reisen und die Dinge in Ordnung zu bringen. Damit lasse ich es jetzt auch mal bewenden, was jetzt die Plot Summary angeht, weil alles Weitere wäre dann schon ein ziemlicher Spoiler. Jetzt geht es eben weiter mit dem Deep Dive. Also wer kein Problem damit hat, gespoilert zu werden, kann natürlich gerne weiterschauen. Ansonsten wartet vielleicht mit dem, was jetzt kommt, bis ihr das Buch selber gelesen habt. Zunächst mal, das Buch hat einen sehr, im Englischen sehr, ja, leicht zu lesenden, gefälligen Stil. Also ich halte es jetzt weder für eine der Glanzleistungen englischer Sprache. Also ich kann mich nicht an Passagen erinnern, die mich jetzt sprachlich besonders beeindruckt hätten, sage ich mal. Aber es ist auch nicht so, dass die Sprache einen irgendwie stören würde oder sowas. Also die plätschert einfach so dahin, und die Handlung und die Interaktion der Charaktere, also steht deutlich im Vordergrund. Eine deutsche Übersetzung gibt es meines Wissens nach nicht. Falls ihr eine kennt, dann lasst mir gerne einen Kommentar da und sagt mir auch gerne, was ihr von der haltet, ob die gelungen ist. Aber also ich habe keine gefunden. Und aber wie gesagt, also ich denke, wenn man halbwegs Englisch kann, kommt man mit der Sprache ganz gut zurecht. Also es hält jetzt keine besonderen Herausforderungen bereit, das Englisch dieser Bücher. Ja, der Plot. Das ist wirklich eine hocherfreuliche Angelegenheit, weil es ist, glaube ich, wirklich einer der intelligentesten Plots, nicht nur in der Urban Fantasy, sondern in der Fantasy generell, die ich so kenne. Also man merkt einfach, dass der Autor ein sehr brillanter Mann ist und sich auch nicht scheut, diese Prägung von diesen amerikanischen Elite-Unis und seine eigene Intelligenz da in den Plot einfließen zu lassen. Dieser Topos so von diesem talentierter Adept,
Adept kommt auf eine magische Schule, spätestens seit Harry Potter kennt das ja jeder oder auch von mir aus seit Name of the Wind. Das nimmt er wirklich auf ein ganz neues, bringt er für meine Begriffe auf ein ganz neues Niveau, nimmt diesen Topos, verbindet ihn mit dieser Narnia-Idee und macht es zu einem extrem komplexen Epos, bei dem auch viele der Hooks und der Entwicklungen, die am Anfang gestreut werden, am Ende zu einer befriedigenden Lösung geführt werden. Also das ist alles hoch intelligent gemacht. Was ich besonders schön finde, ist, dass die Magie wahnsinnig konsequent gehandhabt wird in den Büchern. Also Magie ist ein Projekt für die allerintelligentesten Menschen, hochkarätige Akademiker, die Magie dann auch entsprechend diskutieren. Und das Witzige ist aber, dass diese Diskussionen in den Büchern, dass das eben nicht rein akademisch ist und man blättert und sagt, oh, wann ist das denn endlich vorbei und wann geht's weiter, sondern zum Beispiel die Diskussion, wo sie drüber reden, was Magie denn eigentlich ist und warum jetzt zum Beispiel Menschen nur so Small-Scale-Magie wirken können. Ja, also sie können, also die Reichweite von Magie in dieser Welt ist nicht besonders groß. Es ist halt mehr so, also Magie ist mehr so wie so ein Black-and-Decker-Tool, also mehr so für Heimwerker, und es ist eben nicht wie jetzt also ein Bagger oder sowas, mit dem man eine riesige Grube ausheben kann oder ein Haus bauen kann. Und genau diese Diskussion beinhaltet, kann man sagen, einen der zentralen Plotpunkte. Ja? Also später werden ja dann durch sozusagen ein Versehen, werden ja die Götter wieder auferweckt, oder also sie versuchen einen Gott zu beschwören, was in 2000 Jahren niemand gemacht hat, und die Götter werden wieder wach und es stellt sich raus, oh, die Götter sind eigentlich die eigentlichen Magier, also Götter sind nur Magier, die auf einem viel größeren Level operieren, und Magie zeigt sich da in ihrer ganzen Gefahr und Großartigkeit. Es ist dann eben so, dass sich zeigt, ja, die Magie ist eigentlich nur so durch eine Art Loophole in die Welt gekommen, und die Götter wollten das gar nicht, dass Menschen Magie wirken können, und sie versuchen dann dieses Loophole einfach zu stopfen, indem sie Fillory zerstören, und also es gibt einen richtigen Krieg darum. Und also diese Geschichte, dass die Magier eigentlich dann mit Dingen spielen, die um viele Schuhnummern zu groß für sie sind und die dann entsprechende Konsequenzen mit sich bringen, als sie dann eben versuchen, mit dieser Large-Scale-Magie zu experimentieren, und dann auf einmal statt einer wohlwollenden Muttergöttin, die sie, glaube ich, beschwören wollen, beschwören sie Reynard the Fox, also so einen Trickster-Gott, der ihnen auch gleich sehr übel mitspielt. Dazu hätte ich eine Frage an euch. Vielleicht ist euch das aufgefallen, dieser Topos, der kommt sehr, sehr oft vor in der gegenwärtigen Fantasy, dass Leute versuchen, irgendwie einen Gott zu beschwören und dann den falschen Gott beschwören, und es ist eigentlich immer so eine Art Trickster-Gott, der dann auftaucht. Das ist bei The Magicians so, es ist auch zum Beispiel bei Shadow March von Ted Williams ist es so, und auch in der Aspect Emperor Trilogie von Scott Baker kommt es vor am Ende. Habt ihr eine Idee, warum sich dieses Motiv immer wiederholt? Also ich bin wirklich am Rätseln, woher das kommt und warum sich das bei so ganz unterschiedlichen Autoren mit unterschiedlichen Geschichten, warum sich das immer wiederholt. Also schreiben die nur voneinander ab, weil ihnen selber nichts einfällt, oder steckt da mehr dahinter? Also das finde ich eine sehr, sehr spannende Frage, wo ich für jede Inspiration auch dankbar bin. Ja, gehen wir weiter, gehen wir zu den Figuren. Ich werd jetzt nur drei von den Figuren etwas näher beleuchten. Zunächst mal natürlich Quentin selber, der Protagonist, vor allem im ersten Band. Und
er macht es einem am Anfang nicht ganz leicht, mit ihm warm zu werden. Er ist so ein bisschen weinerliches, schwaches College-Kid. Also ich konnte mich natürlich schon mit ihm identifizieren, weil so dieses Gefühl, ja, ich will eigentlich in meine Fantasy-Bücher fliehen und die Realität überfordert mich eigentlich eher. Das kenne ich aus meiner Kindheit sehr, sehr gut. Und also das konnte ich ihm wirklich nachfühlen. Und dann diese Offenbarung mit ihm zu erleben, hey, wow, das gibt's alles wirklich und ich werde auf eine magische Schule gerufen. Also das ist wirklich ein sehr herzerwärmender Moment für mich gewesen in den Büchern. Aber auch seine Entwicklung dann hin zu einem reifen Mann, der wirklich so eine Heldenreise durchmacht, der Verluste erlebt und am Ende auch wirklich diesen klassischen Abschluss der Heldenreise, die Hochzeit mit der Göttin feiern kann. Das ist eigentlich ein sehr schöner Character-Arc, finde ich. Also Quentin ist mir deutlich die sympathischste Figur eigentlich in den ganzen Büchern. Penny, sein Klassenkamerad im ersten Jahr, ist mehr so eine Art Unsympath, er ist ein wahnsinniger Klugscheißer, er ist so ein bisschen eifersüchtig auf ihn, also auf Quentin und Alice, als sie ein Jahr vorrücken. Und also er ist nicht wirklich ein Sympathieträger, aber er trägt halt immer wieder Entscheidendes zur Handlung bei. Er ist der die Existenz von Fillory beweist. Er wird dann auch ein Bibliothekar in den sogenannten Netherlands, also so einer Welt zwischen den Welten, und findet eben Erkenntnisse, die diesen Krieg gegen die Götter dann, also um die Menschheit vor den Göttern zu verteidigen, der diesen Krieg dann eben entsprechend vorantreibt. Also er ist eine, ich sage jetzt mal, eine Figur, die man, obwohl sie einem nie so richtig sympathisch wird, doch irgendwie respektieren muss. Und das, finde ich, ist immer gar nicht so leicht, so eine Figur zu schreiben. Also ich finde, es ist immer leichter, eine Figur zu schreiben, die entweder ein kompletter Unsympath ist oder eben so ein Held, eine sehr klare Identifikationsfigur. Penny ist keines von beiden eindeutig, aber umso gelungener finde ich ihn eigentlich geschrieben. Julia, die so quasi der Crush von Quentin am Anfang, die ist für mich sehr schwer zu bewerten, da ich sie, also ich habe so eine Art persönlicher Antipathie gegen die Figur, weil sie eben so eine starke Skeptikerin ist, die eigentlich sich der Magie verweigert am Anfang und die dann aber trotzdem eigentlich so mit die größten magischen Belohnungen in Anführungszeichen über die Bücher hinweg erhält, das auch auf Kosten von Quentins eigenem Weg. Also er gibt ihr sozusagen seine Chance, die er hätte. Also Fillory ist ja eine Scheibenwelt sozusagen. Und sie finden dann den Weg auf die Far Side von Fillory, also auf die andere Seite, die noch magischer ist als die sie schon kennen. Und Quentin schenkt ihr sozusagen einfach aus Großzügigkeit dann seinen eigenen Pass dorthin. Also ihm bleibt dieser Weg verschlossen und sie wird dann auch obwohl sie die ist, die diese Beschwörung von dieser Göttin dann vornimmt mit ihrem magischen Zirkel und dadurch diesen Götterkrieg eigentlich erst auslöst, wird sie dann am Ende zu einer Dryade verwandelt, dieser Göttin. Also sie wird eigentlich fast am meisten in diese magische Welt dann absorbiert. Und ich hatte aber nie das Gefühl, dass sie wirklich sozusagen diesen Weg der Buße und der Reue, die sozusagen so ein ungläubiger Thomas, wenn wir das biblisch formulieren wollen, eigentlich durchmachen müsste, dass das wirklich sich bei ihr im Inneren vollzieht, sondern dass das mehr eigentlich so Sachen sind, die ihr von außen passieren. Aber wie gesagt, ich bin der Figur gegenüber nicht sehr objektiv. Also ich würde mich interessieren, wie es euch mit Julia gegangen ist. Also meine war sie nicht. Generell finde ich die Figuren in den Büchern
in den drei Büchern nicht besonders sympathisch. Also es sind größtenteils sehr verkopfte amerikanische College-Kids, die also auch dann teilweise wahnsinnig hedonistisch eben sind, wahnsinnig arrogant und so gelangweilt, also die sehr stark so diesen Inuit-Topos irgendwie leben. Und also ich habe mich sehr schwer getan, dass, also die werden ja dann auch Könige von Fillory, und ich habe mir immer gedacht, so, boah, also diese Figuren, die ich eigentlich so von der Persönlichkeit her, also ich meine, sie werden ja alle als sehr, sehr intelligent geschildert, aber von der Persönlichkeit her habe ich die eigentlich alle als ziemliche Loser empfunden. Und dass die dann da Könige in der Fantasy-Welt werden, also das fand ich eher schwierig. Und eigentlich Quentin ist der Einzige für mich, der so eine Heldenreise hatte, wo ich ihn dann auch so als Mann einfach ernst nehmen konnte am Ende, und für den ich mich wirklich gefreut habe, als dann sein Weg irgendwie ein gelungenes Ende gefunden hat. Ja, zur Welt. Also die Welt ist für mich eigentlich so die Quintessenz dieser Bücher. Also die, finde ich, ist wirklich extrem gut gelungen. Zunächst mal schon, wie die Welt eingeführt wird oder wie wir als Leser vor allem durch Quentins Weg in diese Welt eingeführt werden. Eine Welt, wo es irgendwie wirklich immer Wunder über Wunder gibt. Diese erste Offenbarung, wow, es gibt Magie wirklich. Es gibt eine Hinterwelt von magischen Universitäten und ich kann diese Universitäten besuchen. Dann die nächstgrößere Entdeckung, Fillory, die Welt, von der ich eigentlich gedacht habe, dass es die nur in Kinderbüchern gibt und die ich als Kind so geliebt habe, die gibt es wirklich. Dann gibt es die Netherlands mit ihrer Bibliothek zwischen den Welten und die Far Side of Fillory, die irgendwie noch magischer ist. Und schließlich noch tauchen die Götter wieder auf und es wird erklärt, warum die Magie für Menschen so eben so eingeschränkt ist und so weiter. Der Maßstab, in dem sich die Handlung bewegt, wird immer größer durch die Handlung hindurch. Und das finde ich eben extrem gelungen, dass der Leser durch die Augen der Protagonisten eben in den immer nächstgrößeren Schritt oder die nächstgrößere Welt innerhalb der Welt eingeführt wird, also bis hin zu einem extrem kosmischen Ereignis am Ende der Bücher, also wo Quentin die beiden Götter von Fillory, Amber and Umber, also sozusagen die Aslans von Fillory, er wird zu einem Drachen und tötet die beiden eben, um ihre Kraft neu in die Welt freisetzen zu können, dass die Welt von neuem beginnen kann. Also von diesem ganz kleinen, ja, jetzt lerne ich irgendwie so magische Gesten, um so ganz unbedeutende Sprüche wirken zu können, hin zu, ja, wirklich Deizid, also bis hin zu einem Göttermord, um eine neue Welt erstehen zu lassen, und alle Stadien dazwischen, also das ist extrem gut aufeinander aufgebaut, sowohl narrativ, also sowohl die Erzählung, wie wir da durchgeführt werden, ist extrem gut aufgebaut, als ich auch finde, dass die Welt sehr, also eine sehr dichte, eine sehr geschlossene Ontologie hat. Also es gab jetzt eigentlich nirgends einen Punkt, wo ich gesagt habe, das finde ich total unnachvollziehbar und da würde die Welt irgendwie nicht funktionieren, sondern ich habe mir gedacht, so, ja, okay, wenn die Welt so aufgebaut ist, kann ich die Konsequenzen, die das in unserer Welt für die Magier hat, auch verstehen. Und das finde ich eben immer sehr, sehr befriedigend, wenn das ein Autor hinkriegt. Die einzigen Sachen, um ein bisschen zu mäkeln noch, die mir aufgefallen sind, die ich nicht ganz verstanden habe, ist, warum ist die Magie für den Menschen so stark an diese Gesten gebunden? Also die Magier müssen immer ganz stark diese filigranen Gesten für das Wirken ihrer Sprüche lernen. Das habe ich nicht ganz kapiert, wofür es das eigentlich brauchen soll. Aber das ist eigentlich auch schon das Einzige. Also es ist wirklich, ja, ich kann mich nur wiederholen, es ist eine der intelligentesten Fantasies oder Fantasy-Welten, die ich bisher kennengelernt habe. Zum Fazit, ja, nach den ganzen positiven Sachen, die ich jetzt schon gesagt habe, denke ich, ist ja relativ klar, was ich dann als abschließendes Verdikt sagen möchte, lest es unbedingt.
Ja, also es ist eine unglaublich spannende, intelligente Geschichte, die eben gerade für Leute, die, keine Ahnung, vielleicht wenn eure erste Berührung mit Fantasy Harry Potter war als Kinder und ihr jetzt erwachsen geworden seid und euch dieses Motiv, begabter Junge kommt in eine magische Schule, wenn ihr das auf einem Level für anspruchsvolle Erwachsene nochmal lesen wollt, dann ist The Magicians absolut das Richtige für euch. Oder auch wenn ihr sozusagen einen bisschen abgefuckten Umgang mit dem Narnia-Motiv, mit dieser total cleanen, christlichen Kinderwelt von C.S. Lewis haben wollt, dann ist das einfach also wirklich ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch, das ich euch nur wirklich von ganzem Herzen empfehlen möchte. Toller Mix auch aus Action und Braininess. Also es rührt sich was in den Büchern, es wird nie langweilig. Und gleichzeitig ist es eben so, dass es nicht nur hirnloses Aufeinander-Eindreschen, sei es jetzt mit Magie, sei es physisch ist, sondern man auch wirklich sein Hirn einschalten muss und nachdenken kann, um eben das Buch voll würdigen zu können. Ich würde dem Buch 9 von 10 Punkten geben. 9 einfach, weil ich mich mit den Charakteren teilweise schwer getan habe. Den Story-Arc von Julia, der war einfach nicht meins. Also ich will auch gar nicht sagen, dass ich da recht haben muss und dass das total objektiv ist, aber der war einfach nicht meins. Auf jeden Fall lest das Buch. Es ist auch verfilmt worden. Es gibt eine Serie. Ich fand die Serie richtig grottig, um ehrlich zu sein. Also die erste Staffel ging gerade noch. In der zweiten Staffel habe ich, glaube ich, nach einer Folge aufgehört, weil ich so eine Zumutung fand. Also schaut auch da mal rein, wenn ihr Spaß dran habt. Aber also von der würde ich eher abraten. Aber auf jeden Fall holt euch die Bücher. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche zur nächsten Rezension. Macht's gut.